Hi Leute! Hallo! Darf ich euch vorstellen? Meine Freundin Sophia Sapphire. Sie ist jetzt auch Camgirl und das ist jetzt unser gemeinsamer Kanal. Und wir dachten uns, heute reden wir mal über das Penis-Thema. Das Thema Penis, ja. Ja, oder eher darüber, über die Größe der Penisse. Wir werden nämlich öfter mal in der Cam gefragt oder bieten ja auch Schwanzbewertung an. Ja, wie die ideale Größe so aussieht, deswegen dachten wir uns, machen wir mal ein Video dazu. Genau. Gibt es denn überhaupt die ideale Größe? Was würdest du sagen? Ja, ist schwierig zu sagen, weil ja, viele fragen ja auch immer wegen der Technik, ob die vieles ausgleichen kann, aber es ist tatsächlich so, finde ich. Also ich habe auch schon die Erfahrung gemacht, dass ich dann was mit einem Typen hatte. Der hatte eigentlich einen ganz geilen Penis, so gute Größe, alles, aber da hat die Technik halt voll... Wie ja, groß war der? Versagt. Wo du sagst, ist gute Größe? Oh, der war jetzt auch nicht perfekt. Es waren so vielleicht 18 cm oder so. 17. Ja, okay. Ist ja, schon ganz gut, aber geht natürlich noch besser, ne? Klar, ist schon über dem Durchschnitt. Ich glaube, der durchschnittliche hat um die 14 cm in Europa. Das wäre mir definitiv zu wenig. Ja, 18 cm, da kann man schon einsteigen. Das geht schon klar. Aber je mehr, desto besser, oder? Was war denn dein größter? Oh, mein größter, ja. Ich schätze mal, ich habe ja natürlich jetzt nicht den Maßstab rangehalten oder so, aber ich schätze so 20 cm vielleicht oder vielleicht sogar 21, 22. In echt oder in der Cam gesehen? Ach so, nee, in echt meine ich jetzt. Ah, in echt, okay. Und in der Cam? Oh, in der Cam, da gab es schon Riesendödel. Ja, boah. Ich glaube, ich habe sogar mal einen gesehen, der war fast so wie so ein Unterarm, aber jetzt nicht mit der Hand ausgestreckt, aber so ungefähr von hier bis da. Mächtig. Der wäre in echt wahrscheinlich, wäre er noch gut oder schon zu groß? Also für mich auf jeden Fall zu groß. Ich finde auch eher, die Dicke ist viel wichtiger als die Länge zum Beispiel. Das stimmt. Also ja. Kann er lieber einen dickeren Penis haben, der halt nicht ganz so lang ist, aber wenn er zu lang ist, dann... passt er auch manchmal gar nicht mehr ganz rein und das man will nicht, dass er anstößt. Aber wie siehst du denn das überhaupt? Ja, also in der Cam auf jeden Fall finde ich auf jeden Fall bigger is better. Da freue ich mich immer, wenn ich die richtig großen Penisse sehe. Da gibt es auch teilweise Geschosse. Also ich hatte schon welche, dachte ich, das kann nicht echt sein, aber es war wohl wirklich echt. Die waren wirklich so lang, den muss ja schwindlig werden, wenn die erregt werden. Ja. Das ist richtig krass, also da gebe ich auch extra Punkte. Gerade bei den Bewertungen wird ja öfter mal nachgefragt, ja, ob ich sagen kann, was ich davon halte. Und ja, da gebe ich natürlich extra Punkte, wenn es so ein Prachtexemplar ist. Ja, das ist bei mir zum Beispiel auch nochmal ein Unterschied. Also ich ziehe dann tatsächlich, also ich bewerte sie halt eher nach wirklich meinem Geschmack, so wie es auch fickbar ist. Sorry, YouTube. Kann man vielleicht rausblieben oder so. Ja, aber wenn die zu groß und zu mächtig sind, dann gebe ich denen auch 9,5 Punkte wahrscheinlich. Aber es ist dann, ziehe ich schon ein bisschen was ab, weil es dann zu krass ist. Okay, weil du dir vorstellst, wie es in Real Life wäre. Genau. Und ja, das ist da wahrscheinlich. Ja, man muss schon sagen, sie sehen richtig gut aus, wenn sie besonders groß sind. Aber ja, vom Fühlen her, das wäre nichts für jeden Tag dann. Ne? Ich hatte auch schon mal einen echt so einen richtig großen, der hatte auch locker, ich habe nicht nachgemessen, aber mindestens 32 wieder gehabt haben. Zentimeter. Was? Oh Gott. Ja, also das war auch wirklich wie mein Unterarm, wirklich. Also ich hätte es nicht gedacht, dass es passt, aber es hat gepasst. War auch ja, auf jeden Fall eine Erfahrung wert. Okay. Aber wäre nichts für jeden Tag auf jeden Fall. Da würde ich sagen, auch gerade so was oral angeht oder so, da muss er auch nicht so groß sein. Also da ist auch schon 18 cm wirklich ausreichend. Ja, da finde ich, können sie ruhig auch extra lang sein. Da ist die Dicke eher das Problem wieder. Stimmt, du bist ja Expertin auf dem Gebiet. Genau, ich mag das gern so tief, aber ja, hatte ich auch schon, dass er dann zu dick war und einfach physikalisch nicht reingepasst hat, ja, wo ich mir denke, ich kann mir jetzt hier so Mühe geben, wie ich will, es passt einfach nicht. Und das ist für mich selber dann auch schon so, ja, das ärgert mich dann, obwohl ich da nichts dran ändern kann, aber... Demotivierend. Genau, ja. Ja, schade. Aber würdest du auch sagen, besser zu groß als zu klein? Auf jeden Fall. Das ist gar keine Frage, also zu klein finde ich dann schon. Ab wann ist dann zu klein bei dir? Ist schon sehr klein, ich weiß, aber ich weiß nicht, ob ich... Es kommt halt dann wirklich wieder auf die Dicke an, also
Es ist schwer zu sagen, aber meistens sind sie dann ja auch nicht besonders dick, wenn sie schon sind. Ja, das stimmt schon. Ne? Aber auch selten einen kleinen gesehen, der richtig dick war. Ja, ich würde auch sagen, so, auch wenn 14 cm das Normalmaß war, wenn er dann nicht wirklich die Ultratechnik hat, dann sind 14 cm wären auch schon zu wenig. Dann lieber einer, der zu groß ist und nicht so die Technik hat, als einer, der zu klein ist, aber ultra die Technik hat. Ja. Wobei es dann auch wieder, finde ich, auf die Härte sehr ankommt, gerade wenn sie auch kleiner sind. Weil es kann ja auch sein, so, es gibt ja Blut- und Fleischpenisse, da finde ich die Blutpenisse auf jeden Fall immer besser, auch wenn sie dann vielleicht nicht so auch ganz die Größe haben, wenn sie halt nicht erregt sind. Aber die, finde ich, das kommt ja dann drauf besser an. Ne? So. Ja. Kommt ja dann drauf an, wenn sie erregt sind und nicht, wenn sie... Ja, das ist ja mit einer Frau, wenn sie ungeschminkt ist. Genau. Ja. Also zeigt auch keiner gern seinen Penis, wenn er unerregt ist. Ja, das stimmt schon. Ja. Okay, also optimale Größe. Lass uns mal überlegen, können wir das überhaupt mit Zentimeter festlegen? Dass es in den Mund gut passt und auch überall sonst richtig gut. Also ich wäre bei einer 18 bis 22. 18 bis 22, okay. Ist zwar noch ein großer Spielraum dazwischen, aber... Okay. Finde ich okay. Ja. Lass mich mal nachdenken. Ich glaube, ich wäre wirklich noch ein bisschen für die Größeren zu haben, weil ich das schon mega geil finde. Ja, so 24 wäre, glaube ich, mein Optimal. Da geht alles gut. Da geht der Hintereingang und der Vordereingang. Ja, der Hintereingang ist wieder eine andere Geschichte. Da finde ich es zum Beispiel auch... Ja, aber... Ja, doch, ist auch noch okay. Ich hatte halt auch noch keinen, der so riesig war. Vielleicht wird es mir dann auch besser gefallen. Okay, sind wir uns einig. Ja. Zwischen 18 und 24 cm sollte der Optimalpenis sein. Und alles unter 14 ist leider nicht so unser Fall. Okay, Leute, ich hoffe, eure Frage konnte beantwortet werden. Ja, fragt ja oft nach, was die optimale Länge ist. Und da habt ihr euer Video. Es kommen noch viele mehr in Zukunft mit uns beiden. Der Kanal gehört jetzt uns zweien. Und da könnt ihr euch drauf freuen. Macht's gut, Leute. Tschüss. Ciao.